Typische Fehler eines Anwalts im familiengerichtlichen Verfahren habe ich im letzten Video gestern vorgestellt. Und trotzdem bin ich ja, da komme ich über meine beruflichen Hintergründe nicht hinweg, trotzdem der Meinung, Anwälte machen Sinn. Und deshalb erkläre ich euch heute in diesem Video 5 Gründe, weshalb es Sinn macht, einen Anwalt einzuschalten. Erstens. Der Anwalt ist natürlich, wie immer Anwälte so sind, neutral in dem Fall. Er ist nicht persönlich berührt und damit auch per persönlichen Angriffen auf euch als Eltern in der Lage, sachgerecht und schnell zu reagieren, ohne einen Angriffspunkt zu geben. Er ist in der Lage, deutliche Aspekte auszusprechen als ihr, ohne sich angreifbar zu machen, ohne dass dadurch ein Psychologe einen entsprechenden Rückschluss auf euch und euer Verhalten als Eltern ziehen kann. Das ist manchmal notwendig, wenn man über diese persönlichen Belange hinauswachsen kann und einfach euch auch zur Seite steht. Etwas, was weder ein Beistand, der ja sehr engagiert sein wird, sicher engagierter als viele Anwälte, aber eben auch nicht mit der notwendigen Distanz ausgeschaltet und damit oftmals nicht neutral genug im Raum steht. Punkt 2. Anwälte sind Kraft ihrer Erfahrung, also zumindest die Guten, über die Schlechten wollen wir uns hier nicht unterhalten, natürlich auch darauf vorbereitet, was passiert, wenn sich die Situation ändert. Ein guter Anwalt ist wie ein Schachspieler, der die nächsten 5 Züge bereits vorhergesehen hat. Das ist etwas, was viele verkennen. Ihr könnt euch auf euer Verfahren vorbereiten, dann kommt plötzlich etwas ganz anderes, als man denkt. Eine Situation, die ihr noch nie hattet und auf die ihr euch nicht vorbereitet habt und Punkt. In der Situation steht ihr dann quasi ergebnislos da, weil ihr einfach nicht die notwendige Erfahrung und Routine habt. Da kann ein guter Anwalt, der bereit ist, alle Argumente anzubringen, einfach schneller und zielgerichteter reagieren. Punkt 3. Ein guter Anwalt wird natürlich auf jede Rechtsprechung, auf jedes Argument eine Gegenrechtsprechung oder ein Gegenargument heranziehen können. Das ist deshalb immer wieder wichtig, weil es ja durchaus Richter gibt, die einen Problempunkt sehen oder einen Gegenanwalt und dann mit diesem Argument versuchen, alle Welt lahm zu legen. Und wenn man dann nur da stoppt und macht, dann kommt man natürlich im Verfahren nicht weiter. Deshalb ist es da natürlich sinnvoll, weitere Argumente, weitere Rechtsprechung zu haben. Und das ist natürlich für jemanden, der das Ganze mindestens 3 Jahre, eher 4 Jahre lang studiert hat, plus 2 Jahre Referendariat, natürlich ein erheblich leichteres als euch als Laien. Auch wenn, das muss man an dieser Stelle natürlich immer wieder sagen, es viele Anwälte gibt, die, ja, was soll ich sagen, hier genauso unvorbereitet sind wie der Laie. Ein guter Anwalt, viertens, ist von keiner Entwicklung im Verfahren überrascht. Und deshalb lohnt es sich, einen solchen Anwalt einzuschalten, weil er hat alle Möglichkeiten strategisch durchdacht, hat sich für jeden Weg, der sich darbieten könnte, eine Alternative, eine Lösungsmöglichkeit überlegt und diese entsprechend vorbereitet. Ein guter Anwalt wird also immer auf jeden Zug sofort den passenden Gegenzug parat haben, bis zur 4., 5. Potenz, hätte ich fast gesagt, vielleicht sogar schon mit fertiger Berufungsbegründung in seinem Oberstübchen. Deshalb lohnt es sich, einen Anwalt einzuschalten. Und Punkt 5 natürlich, ein guter Anwalt weiß auch, entsprechende Experten, sachverständige Ärzte einzuschätzen und kann damit sachgerecht reagieren und leichter Ratschläge geben, ob man an einem Gutachten teilnimmt, ob man einen solchen Arzt von der Schweigepflicht entbindet oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um nicht auf den Haus- und Hofpsychologen des Gerichtes hereinzufallen und dort letztlich erst recht sein Kind zu verlieren. Deshalb rentiert es sich immer, aus diesen 5 Gründen einen Anwalt einzuschalten, weil er einfach eine erhebliche Verbesserung der Verteidigungsmöglichkeiten im Raum steht. Aber die Einschränkung habe ich leider Gottes ja schon mehrfach gesagt. Gut sein muss er natürlich trotzdem. Ein schlechter Anwalt hilft niemandem.